Es gibt Probleme, die auf Unternehmen zukommen, da können sie erstmal nichts dafür. Ich unterscheide gerne zwischen Problem und unangenehmer Situation. Also Beispiel, dass es jetzt regnet, da kann niemand etwas für, es regnet halt. Das ist eine sogenannte unangenehme Situation, die herrscht halt vor. In der Regel herrscht die in der gesamten Branche vor oder in der gesamten Wirtschaft vor. Die ist halt einfach gegeben. Und da bedeutet es nicht, sich darüber zu beklagen, dass es da ist. Es ist halt da, sondern da geht es vornehmlich darum zu sagen, jetzt haben wir diese Situation, jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir rauskommen. Ein Problem ist eher etwas, wo Sie manchmal sogar selbst verschuldet, manchmal sogar durch eine Situation, die sich eingeschlichen hat, entsteht und wo Sie direkt etwas gegen dieses Problem machen können. Und der Unterschied ist, bei einer unangenehmen Situation bleibt sie erstmal so, wie sie ist, und Sie können eher Gegenmaßnahmen, um damit umzugehen, definieren. Bei einem Problem können Sie versuchen, alles zu tun, um dieses dann auch wieder aus der Welt zu schaffen. Das sind so zwei Dimensionen und zwei Ebenen, über die man sich Gedanken machen muss. Im Umkehrschluss, also wenn man es mal bildhaft darstellen würde, wäre im Beispiel des Regens eine Lösungsstrategie, Regenschirme zu bauen. Und einfach dann damit leben, dass es weiter regnet, aber Sie einen Regenschirm haben. Bei einem Problem behandeln Sie direkt das Problem und schaffen dieses Problem aus der Welt. Also Beispiel, Sie haben Knieschmerzen, Sie haben sich das Knie geprellt, Sie tragen eine Salbe auf und lösen direkt die Knieschmerzen, sodass Sie hinterher dann wieder schmerzfrei sind und alles in Ordnung ist. Und dieses Abwägen, worüber reden wir jetzt gerade hier? Reden wir über eine unangenehme Situation, für die Sie jetzt eine Umgangsform finden müssen, oder reden wir über ein Problem, das Sie aus der Welt schaffen müssen? Oft wird das verwechselt und es führt dann zu einem Beklagen von Situationen, die Sie gar nicht ändern können, sondern wo Sie lernen müssen, mit umzugehen. Auch bei Mitarbeitern. Wenn halt etwas so ist, wie es ist, und natürlich, man würde sich wünschen, es regnet jetzt nicht, es ist Sonnenschein und so weiter, hilft es manchmal mit den Mitarbeitern, mit Kollegen, mit anderen Stakeholdern einfach nochmal zu klären, hey, können wir diese Situation an sich jetzt hier lösen oder können wir nur den Umgang mit dieser Situation lösen?